Herzlich willkommen zu der ersten Folge Get Rich oder nicht im Jahr 2024. Ich bin mental immer noch unstable, aber was stable sind, sind die Preise. Alles wird teurer, including, richtig, Yu-Gi-Oh! Singles, Pokémon Singles, Magic Singles. Wir haben heute alles dabei, alles. Und ich habe einen ganz besonderen Gast. Alles dabei! Wir haben wirklich, also wir haben fast jedes Spiel. Wir haben leider gerade kein One Piece, ja. Liebe Grüße an die One Piece Community, aber ihr habt uns kaputt gekauft. Wir haben kein One Piece OP5 mehr. Ich glaube, wir haben nur noch 3 und 4. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir Pause mit One Piece. Machen wir allerlei. Wir haben Tin von 23. Wir haben Rarity Collection. Wir haben diese wunderschöne Zoroark Box. Pokémon hat noch nie gegönnt, aber verlorener Ursprung, verlorener Ursprung. Was ist das? Strahlensterne. Fusionsangriff, Fusionsangriff und Drachenwandel. Drachenwandel-Booster. Und Big Brains nehmen natürlich noch ein Single-Pack von Double Masters 2022. Und wir ziehen daraus Eldrazi. Und wie das passiert ist, seht ihr gleich. Wir sind rumgewuselt wie die Hasen. Aber wir gehen jetzt ins Studio. Und ich sage, ich predikte heute 240 Euro. Mark my words. Abonnieren. Go. Merry Christmas, Merry Chrysler, Merry Christmas und happy, so weiter. Happy Christmas. Und Happy New Year und so weiter und so fort. Die erste Folge Get Rich nach den Winterferien, Neujahrsferien, sucht euch aus. Nach den Neujahrsferien und wir starten mit einem Banger. Ihr habt es im Intro gesehen, wir haben unglaublich viele Produkte. Wir haben unglaublich verschiedenen Stuff. Und was wir aus diesem Stuff ziehen und ob wir es zum Millionär schaffen, seht ihr nach dem Intro. Millionär? Mit I wanna Info. Be a billionaire, so bad. So, guck mal, nämlich nimm das da. Da sind wir größer. Das ist besser. Größer, stärker, besser. Wir starten mit Tin. Du hast meine 2023. Zoroark Box. Ist meine. Okay. Ist mein. Er möchte die Zoroark Box aufmachen. Ja. Wir starten mit der Tin. Und das ist jetzt der große Moment. Ich wünsche mir Dark Magician, bitte. Dark Magician, bitte, 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 Dark Magician. Dark Magician? Nee. Es ist, Nummer 39. Utopia ist okay. Geht vielleicht 1 Euro. 50 Cent. 50%. Ich nehme die goldene Mitte. So. Und wir reißen das jetzt im Speed-Verfahren auf. Warum? Wir sind Profis. Wir sind Speed. Ka-ciao. Ka-ciao. So, wir haben Ice Jade Erosion. Wir haben Libromance Firestarter. Da muss jemand an das Lied denken. Firestarter! Wir haben Zombie Reborn. Haunted Zombies, okay. Ich sehe da ein System. Duke Jewel. Partielle Kuvertüre. Mhm. Scareclaw Arrival. Into Beyond the Pendulum. Into oh, Black. Oh Gott, das ist ja. Also bodenlos, das erste Pack. Muss ich leider so sagen. Erstes Pack. Hast du jetzt zweimal Brand Explosion drin? Ah, ne, doch nicht. Hab ich mich verguckt, sorry. Und Labyrinth Archfiend. Also erstes Pack, meh. Quarz. Ice Jade. The Propa. Gandake. Brilliant Rose. Libromancer displaced. Ja. Runic. Runic, okay. Freezing Curse. S-Force. Und. Dip, 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 dip. Ah, nee. Und. Dip, 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 dip. Guck mal, ist der goldig. Der ist aber nicht teuer. Das ist mir egal, das ist ein Kuribo, Alter. Let's go, ey. Hier, nix, nix. Digit Jamming. Mhm. Okay, let's go. Der Magi-Kuribo. Vielleicht bringt er uns Glück. Ja, der bringt uns Glück. Weil Kuribo. Du ziehst jetzt was Gutes. Und während du das Ding aufmachst. Pokémon, da kenne ich mich aus. Das wäre schön, wenn da was drin ist. Wir haben Dinomorphia Alert. Dinomorphia Shell, Melfi Wally, Libromancer Agent, wir haben Sales Ban, wir haben Libromancer Fire, wir haben Runic Destruction into, ach komm schon, Garura, nice, wenigstens etwas, nice. Was ist denn das? Ja. 5, 6 Euro und, ach die Lily Borea, was ist das denn? Aber der Garura ist nice. Okay, immerhin einen Hit aus der Tin. Bei der Tin würde ich sagen, haben wir so 5, 6 Euro wieder reingeholt. Das ist doch das für unsere Verhältnisse gar nicht schlecht. Das für mich. Ich krieg. Und das da geht hier in die Mitte. Das verlosen wir.
Klar. Unter allen, die kommentieren. Also, 2 Euro plus 1 Euro plus 1 Euro sind schon mal 4 Euro Cashback. Allein und, für die Promos. Achso, und 1 Euro für die Oh, eine PIN. PIN. Ha! 5 Euro Cashback. 28 Euro müssen wir nur schlagen, ja? Das ist machbar bei Pokémon, oder? 5 Packs? Ja, hier. Das alleine macht das. Wir das können ja cool. Auch Get Rich oder nicht. Wir lassen das Seed und verkaufen das für 10 Euro und dann haben wir plus. Ist das jetzt ein Ding, dass ich weiß, es ist kein Hit drin, weil es weiß ist? Ernsthaft? Das ist richtig. Warum macht Pokémon das? Weil, weiß ich nicht. Frag sie. So, 4 nach vorne. Aber du könntest theoretisch, nein, das ist, nein, kannst du, doch. Fauster? Ich weiß nicht, vielleicht gab es einen Character Rare. Wir haben die Kiste des Unheils. Ja, gab's, klar. Deswegen, glaube ich, kannst du trotzdem noch was haben. Paragoni, Makuhita, Fritzelblitz, Kramux. Wir haben ein Schuppet. Oh, nein. Ich mich erschrocken. Ein strahlendes Schneeboss. Geht ein Euro? 50 Cent? Könnte. Ich bin mir 50 nicht. Cent. 50 Cent. Let's go. Der allerechte. Rex Blizzard, Kramux, Sepa, Flunschkiefer, Flunkkiefer, Schalilos, Bitora. Nö, Swagoness und ein Calamanero. Nö. Ein Calamanero, weil es ein Calamari ist. Und eine Calamari ist ein? Fisch. Tintenfisch. Ein Tintenfisch. So, machen wir hier weiter. Ah. Ah, schwarz ist gut. Nein, ist falsch rum. Okay, ich gucke jetzt nicht. 1, 2, 3. Gengar, let's go. Let's go. Gengar. Please. Please, Gengar. Die Water Energy. Gengar Alternativ Artwork. Der Urgimator. Urgelmator. Das ist der Urgelmator. Ich dachte, es wäre ein I. Kotomi. Galar Mautzinger. Los. Gengar. Scampisto. Gengar. Weil es ist Scampi. Fukano. Gengar. Velursi. Gengar. Das wäre schon krank. Mhm. Toxel. Gengar. Das ist kein Gengar. Galar Flamleon. Nö. Nö. Wow, ein Smetpoholo. Yeah. Pokémon, du weißt, wie man enttäuscht. Lepumentas, Lolas Vorahnung, Topfhelm, Krypuk, wir haben strahlende Sterne, Glurak Alternativ Artwork. Das wäre auch wild. Lavados. Ein Panferno. Maximaler so. Bruch. Drachenwandel muss regeln. Schick, schack, schock. Schere, Stein, Papier, Exes, Bock. Oh, Entschuldigung. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. 1-0. Schnick, Schnack, Schnuck. 2-0. Easy gemacht. Also. Hier. Der war in meinem Kopf drin. Ihr Damen und Herren da draußen. Drachenwandel. Einmal bitte die Hände hoch für die Genki-Dama. Spirit Bomb. Das wäre schon cool. Drachenwandel ist cool. Ich mag Drachenwandel. Genki-Dama. Flitiamo. Flitiamo. Lampi. Es wäre lustig, wenn es jetzt einfach so ein spanisches Pack gewesen wäre. Einfach Wabi. Ein Achtel so teuer. Flabébé. Irokex. Und. Nee, oder? Du lügst. Warte, ich muss überlegen, was da drin war. Du lügst. Es ist. Ach, der Boostcheck! Es kann nicht wahr sein! Mein Gott, ey! Hauptsache Gold ist gewollt, aber doch kein Boostcheck! Das kann doch nicht wahr sein. Wie teuer ist die? Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht das, was du sehen willst. Aus einem Drachenwandel-Pack. Ja, ein Hit ist es. Pokémon, komm, schnapp sie, nur ich und du. Also, aus einem Drachenwandel-Pack, das zu ziehen, ist schon eigentlich not so bad, aber... Eigentlich auch Anzeige ist raus. Eigentlich auch Anzeige ist raus. Ich hab nur irgendwas leuchten sehen. Ich dachte, boah, geil. Kommen wir zu Magic the Gathering. Da haben 15 wir hier Euro für ein Pack. Haben wir das? Mentor of the Meek in Holo. Aha. Interesting. God's Will. Jetzt kommen theoretisch da hinten schon die Hits. Wie Gottes Will. Mythic. Bist du bereit? Den Affen will ich haben. Counterspell. Yeah! Mana Drain! Woohoo! Die Hunde bellen schon. Not bad. Die geht auch so 40 Euro, oder? Maldrain geht auch 40 Euro. Ah, und das ist ein Schnippschmutz. Gut. Crackling Doom, Maldrifter, die mir nix. Oha, wie einfach übersiftet. Nein. Bodenlos. Aber Mana Drain. Let's go, ey. Mana Drain it is. Stellen wir auch dahin. Ja. Für das gute Karma. Für den guten Spirit. Das war der Boost Shake. Das war der Boost Shake, der hat uns geboostet. Und jetzt boosten wir uns zu einer Ash Blossom.
und Joyous Spring. Ich weiß gar nicht, ob es das Artwork mit den Füßen ist. Das ist weird. Können wir darüber reden, Konami? Können wir darüber reden, dass das Artwork einfach weird ist? Mana Drain, let's go, ey. Let's go. Das war ein sehr gutes Pack. Links, rechts? Ja, einfach links, rechts. Oder? Nur mach die Packs ordentlich auf, ne? Du bist ja mit Yugi hier selten unterwegs, würde ich behaupten. Yu-Gi-Oh! Selten unterwegs, aber Pack aufhören kann ich trotzdem. Oha. Weil die gehen tatsächlich viel einfacher auf als alle anderen Kartenspieler. Man muss sagen, das ist einfach schön gemacht. Wir starten, ja? Wir starten mit dem Tourguide. Alpha, Romeo, Ancient Fairy Dragon, Fallen of the Albas und Dogmatica Punishment im ersten. Oh, Pack den kenne ich auch. Der Lava Golem. Auch eine coole Karte. Habeas Featherstorm. Das ist immer in dem Slot, ne? Weil du so schnell einfach. Ich weiß. Ghost Bell und Hunt. Die wäre auch als Quarter sehr nice. Und. Baby. Baby. Wir machen weiter. Aber Mana Drain muss doch teuer sein, oder? 400 Euro? Ja, genau. 500? 8 Millionen. Ice Dragon's Prison. Lone Fire Blossom. Oh, ich hab was. Oh, ich hab was. Oh, ich hab was. Bitte. Bitte. Null. Das ist ein Effect Whaler! Ja! Ey, und du hast noch was? 70 Euro! Du hast noch was? Hab ich noch was? Ja, guck mal da unten. Okay. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Oh, noch! Oh, was ist das denn für ein Pack? Sorry, ich beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Es ist ein neues Jahr, Mann! Effect Whaler? Pot of Prosperity geht halt auch 5 Euro oder so. Und? Collector Rare Win the Wind Channeler. Alter, cool war aus. Das ein Päckelchen? Gib mir mal bitte den Sleeve, ey. Ich weiß, es passt gar nicht, aber das ist mir egal. Packages, ne? Packages. Packages sind gut. Genau wie Tri Brigade Revolt. Das glaube ich nicht, dass das gut ist. Ein Artemis ist auch nicht gut. Oha! Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Nadir Servant. Ey, starten wir? Das ist nicht das Fußartwork. Ich weiß. Das hatte ich nämlich im Kopf. Ob das aber guck mal, ich habe eine Ash. Ja, aber nicht die, die wir wollen. Aber die wir ist doch auch, hallo, ich hab doch, here comes the money, oder? Here comes the money. Ich hab hier einen Nadir Servant in, ist das auch Collector Rare? Das ist Collector Rare, ja. Schön. Das sieht auch schön aus. Wir machen weiter. Ist die Ash trotzdem nichts wert? Ein Euro vielleicht trotzdem, so ein Euro. Vielleicht sogar ein, zwei Euro. Wir haben Red Eyes Flare Metal Dragon into Artemis into Dimensional Shifter als Ultimate Rare into... Das ist halt bescheuert manchmal. Aber der Dimensional Shifter als Ulti finde ich cool. Zwangsevakuierungsgerät. The Iris Sword Soul. Dip, 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 dip. Caught by the Grave. Auch cool. Vision Caught Hero by. Faris. Und Lightning Storm in Ulti. Lightning Storm in Ultra. Ultra. Habe ich gewusst. Lightning Storm ist auch eins gute Karte. Aber. Weißt du, was noch eine bessere Karte ist? Richtig. Pot of Extravagance. Und. Aber ganz. Red Eyes, Flare Metal Dragons, auch cool. Und. Oh, Nightmare Unicorn, aber im Alternate Artwork, finde ich nice. Sieht schön aus. The Inspector Border. Called by the Grave. Inspector Border. Oh! Das ist die nächste. Den Gearsu. Okay, cool. Nice. Guck mal, noch ein Pot. Und ein Chaos Space. Das ist ein gutes Display. Hab ich schon rausgesucht. Ja, true. True. Ich war an der Schublade und hab das rausgenommen. Magicalized Fusion into Spellbook of Judgment into ein Galaxy Eyes Afterglow Dragon. War halt auch mal so eine 10, 20 Euro Promo in einem Sealed Produkt. Und dann reprinten sie es einfach. Chaos Space. Jetzt nichts mehr. Nö. Change of Heart. Düdüm, das ist der Effect Whaler. Nochmal. Es ist krass, wie also klar ist ein Unterschied, aber wenn du überlegst, eigentlich gar nicht so der krasse Unterschied und dann ist die Secret irgendwie 50 Cent. Und die Quarter Century dann halt so viel mehr. Echt? Finde ich so krass. Aber der Effect Whaler ist doch gut. Es ist eine gute Handtrap, aber es gibt aktuell einfach bessere. Junk Speeder. Speederman. Reinforcement of the Army into Reinforcement of the Army into nochmal Reinforcement. Das wäre so witzig gewesen. Und ein Summon Limit in Ulti. Die sieht cool aus. Leuchtet heller als der Advent. Ich hab Ra. Das ist auch eine gute Karte. Das ist Fair Mode. Ich hab Eldritch. Und Reinforcement of the Army. Wer hätte es gedacht? Aber du hast, yes, Fairy Tail Luna und noch was. Du hast ein Doppelhead. Leider beide nicht so toll. Aber super. Aber
Rarities cool. Hauptsache sieht cool aus, ne? Hauptsache sieht gut aus. Das ist bei Yu-Gi-Oh! Auch das A und das O. Wenn du verlierst, aber dein Deck kostet mehr als das vom Gegner, dann bist du der eigentliche Gewinner. Ist das so? Fallen auf Albas. Triple Tactics, die wären in Quarter auch sehr nice. Ist es das? Komm schon. Okay, nein, es ist leider ein... Oh, Herald of the Arclight. Okay, nehme ich, aber hätte was Cooleres sein können. Aber ich kann mich nicht beschweren, weil wir haben schon eine Ding Effect gezogen. Wailer. Einen Effect Wailer. Und dim. Jawohl. Ein paar Packs haben wir noch. Aber das, also, die drei könnten uns plus minus null schon gemacht haben. Zumindest mal auf über 100. Ja. Schätze ich. Hoffe ich. Ja, am Ende gucken wir so die Karten. Einfach 2 Euro die Karten. Nadir Servant into Fairy Tail Luna. Den Sphere Mode und den Egyptian God Slime. War auch mal eine 40 Euro Karte, ne? Weil sie nur einen Print hatte. The more you know. Mhm. Decoded Talker, Heat Soul. Nibiru. Und Lava Golem. Letzten drei Packs bei mir. Nee, das sind 4. Ach, Mann. Das hatten wir heute schon mal, dass du nicht zählen konntest, ne? Ja. 3 und 3 macht 4. Was? Blackwing, irgendwas. Win. Komm, ich will jetzt noch irgendeinen geilen Banger haben. Das war er nicht. Ich hätte gern noch einen Ash Blossom in Quarter Century einfach. Okay, Ancient Fairy Dragon. Oh, Forbidden Goblet als Ulti. Das ist cool. Das sieht gut aus. Ich glaub, die war auch teuer. Die ist nice. Die war auch mal sehr gut, richtig? Ja, es ist eine Staple. Eine sehr gute Staple. Wie wär's denn mit noch so einem Triple Tactics oder so? In so. Decode Talker, Heat Soul. Dimension Shifter, wie oft? Dimension Barrier und... Ach, die Ice Barrier, die ist halt wirklich schlecht. Schlecht. Was war auch schlecht ist? Vermutlich das. Change of Heart, beste Karte. Ja, war die gut. Forbidden Droplet. Noch eins. Imperm in Secret, auch nice. Guter Hit. Und jetzt hinten dran noch eine Imperm, bitte. Einfach noch eine Imperm. Nochmal eine Change. Also das ist wild, also, wenn du sie vorne und hinten hast im Pack. Tja. Change of Heart. Vielleicht solltest du sie spielen. Die will mir was sagen. Soll mein Herz ändern. Vorletztes Pack bei mir. Dogmatica Punishment. Wurden wir heute gepunished? Nein, wir sind aufgestiegen in die Stratosphäre mit Cyber Angel Benten in Platinum Secret Rare. Number 100. Und Code Talker Inverted. Ich habe noch 2 Packs. Du noch eins. Ich will jetzt noch so eine komische Quarter Century. Fire Blossom. Oh. Nee, das ist nix. Das ist Collector. Ja. Okay, da, bitte, komm. Komm. Noch irgendwas Nices. Imperm. Ah, oh, Shadow Schism. Die ist ein bisschen Schism. Schade. Letztes Pack bei mir, aber man kann sich echt nicht beschweren. Beschweren kann man sich ja eher weniger. Berufe, erstes Opening. Jetzt nicht. Für dieses Jahr. Und es lief eigentlich ganz gut. Artemis into. Chaos Space. Meh. Noch ein Droplet. Nice. Easy. Und Galaxy Eyes. Okay, aber den Droplet finde ich nice. Ecclesia. So, Last Pack Magic. Ich sag, hier kommt noch ein Topf. Oh. Oh. 4. Also, haben wir dann 4 Stück? Ja. Da haben wir 4. Ja. Was ist? Zauberkarte kann sehr gut sein. Droplet. Triple Tactics. Was ist es? Zu wenig Text, glaube ich, oder? Oh, das ist schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Fosseldick. Ja, ja. Die geht bestimmt auch ihre paar Euro. Aber ja. Mein Gott, das hätte jetzt was Tolles sein können. Okay, Mathe-Mann tut Mathematifizieren und dann sehen wir uns gleich nach der Mann-Mattifikation. Das wollte ich sagen, Alter. Linguistik-Experte. Mathe ist gemacht und wir sind Millionäre. Ja. Das erste Mal seit 14 Folgen und wir sind im Plus. Und zwar nicht nur ein bisschen im Plus, sondern richtig, richtig gut. Ihr habt es gesehen, 208,50 €. Wir runden es natürlich auf, weil wir haben so einen riesen Stapel noch an Holos, gerade bei Yugi, die alle so 10, 20, 30 Cent gehen, die wir dann nicht gezählt haben. Auch um den Dominik nicht 14 Stunden cutten zu lassen, dass er jede einzelne Karte mit 12 Cent aufruft. Aber 210 €. Wir sind 10 € über unserem originalen Start. Tja. Wann gab's das letzte Mal? Hab ich gern gemacht, ihr lieben Menschen da draußen, ne? Mana Drain hat geregelt, also bitte. Applaus. Commander Masters, let's go. Und das war's mit Get Rich oder nicht. Ich hab gemacht, dass sie wieder rich sind. Jetzt könnt ihr nächste Woche wieder
einkaufen gehen. Ein bisschen abstürzen wieder. Genau. Und wenn ihr das mich dann wieder braucht, ne, damit ihr wieder Plus macht, ruft mich einfach an. Ihr habt das Einzige, was wirklich, wirklich enttäuschend ist, ist dieser Boost-Shake. 5 Euro. Hey. Aber hat uns den Boost gegeben. Ja, der hatte Boost gegeben für das Rarity, war der Startschuss. Für die Rarity Collection und danach kam halt direkt der Mana Drain. Der hat alles entzogen und wir haben die Moneten eingesaugt. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert, schreibt was Nettes und dann sehen wir uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Finanzielle. Finanztipps mit Michael. Gute Tipps. Genau. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Battle Bear.